Jetzt musste ich in der Lobby gerade echt drei Funky Kong Kindern zugucken, wie sich die einfach versuchen, gegenseitig zu überbieten. Und ja, mit diesen drei fahren wir jetzt ein Rennen. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart Wii Online. Also, wenn wir mit drei Leuten fahren, heißt das natürlich, wir sind schlechtestenfalls Vierter, was ich natürlich nicht will. Deswegen werden wir heute auf alle Fälle wieder, wie immer, unser Bestes geben. Wobei, von den Punkten her, warum nehme ich die Abkürzung eigentlich nicht? Ich habe ja schon drei Pilze, ich Idiot. Ja, gut, okay, bei der Anmod kann das mal passieren. Oh, schaut, was der für schöne Sachen da hinten hat. Ja, dann überhole ich dich mal gekonnt. Bevor du mir Schaden zufügst, wende ich mich lieber von dir ab. Ja, also Funky Kong ist ja, das habe ich jetzt, glaube ich, schon relativ oft erwähnt. Ich tue es immer wieder gerne. So ziemlich der Waluigi, den man ja heute im Mario Kart 8 Deluxe sehr gut kennt. Ja, mit Bowser habe ich, glaube ich, einen relativ guten Charakter genommen, weil der ist ja allgemein aufgrund seines Gewichtes, hat ein bisschen ausschlaggebende Punkte auch, nach wie vor, ist er ein bisschen schneller, das heißt, damit, schnell rüber. Aber kein neues Item gekriegt. Mich nervt das auch, dass man hier nicht sieht, wie lange der Königspilz hält oder so. Zumindest wird mir kein Balken auffallen. Und was ist mit dem anderen Kerl gerade passiert? Alter, wie weit hinten ist denn der jetzt auf einmal? Was war sein Ziel? War der so geflasht schon wieder, dass jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, Brain Alf Cover? Scheint ja so irgendwie. Ha, ein dreckiger Blooper. Ja gut, komm, zweiter Platz ist drin. Den Kerl hole ich mir. Frage ist, was er tut. Nein, oh Mann. Das war dämlich. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie Speed-Items kriege, aber nee. Jetzt kriege ich eine Wolke. Warte, ich bin schneller als der Kollege. Komm her doch. Nee, ich erwische ihn nicht. Gut, das mit dem zweiten hat sich erledigt, aber ich glaube, ich könnte sogar jetzt noch letzter werden. Bowser wird schnell groß, Komm, der holt mich nicht mehr. Nee, nee. Okay, was auch immer der Kerl hinter mir gemacht hat. Ich bin dank ihm nicht letzter. Aber die Wolke war sowas von gekonnt unnötig. Irgendein Speed-Item hätte mir gereicht, aber nee, natürlich. Tintenfisch, roter Panzer, ein einzelner und dann eben die Wolke. Und es kommt die nächste Mario-Strecke. Heute nur Mario-Strecken. Ich weiß auch nicht, was die anderen drei mit dieser Mario-Strecke haben. Also, I don't know. Jeder will Mario. Jeder. Wirklich jeder. Oh, und einer hat auf Bowser auch gewechselt. Oder, nee, warte, das muss ein neuer sein. Weil man kann ja innerhalb nicht wechseln. Ja, okay, egal. Aber einer hat's erkannt. Der Bowser ist einmalig. Er ist eine mächtige Waffe. Wartet. Oh, nee, also drei Grüne. Das ist problematisch. Die können jederzeit nach hinten fliegen. Und es ist schon wieder Spiegelverkehr, glaube ich. Die vorige Strecke war auch spiegelverkehrt. Heute nur spiegelverkehrt, oder was? So, das waren die drei Grünen, die ich gerade angekündigt habe. Ich bin Zweiter. Ach, das ist der Bowser Erster. Da ist der Funky Kong erwischt worden. Tja. Kommt auch mal vor. Und da wurde schon wieder einer erwischt. Und weil sich mein Bowser gerade gefreut hat, dann musste er gerade in meine Fake-Item-Box reingefahren sein. Gut, also es ist einiges möglich. Nein, ich war dämlich, Warum bin ich da reingefahren? So, den hat's erwischt. Gut, dann use ich mal kurz die Abkürzung. So. Perfekt, ich bin Erster. Jetzt muss ich das irgendwie noch halten. Bitte keine Roten jetzt, oder nicht zu viele. Ein Dreierpack Roten wäre jetzt da gekonnt unnötig. Gut, der Bowser ist weg. Er hat sich gerade von meiner Banane triggern lassen. Soll ich noch eine Fähigkeitenbox dazulegen? Wäre jetzt cool, glaube ich. Nee, tue ich natürlich nicht. Ja, und offensichtlich haben die Kerle nichts mehr zu bieten außer einem Powerblock und somit ist das ein locker easy erster Platz. Und es gibt einiges an Punkte. Okay, ich beschwere mich gar nicht mehr über die Mario-Strecken. Wir sind relativ gut. Plus 52. Tatsächlich, das ist ein anderer Kerl gewesen, weil der hat auch nur 5000, wie ich. Vorher waren es ja zwei 7000er. Aber hey, mit den Leuten, mit denen habe ich Vergnügen. Ja gut, immer können es auch nicht Mario-Strecken sein, verstehe ich schon, aber sonst wäre es auch langweilig. Gut, DK's Dschungelpark als letztes. By the way, ich komme übrigens vor dieser Folge, habe ich Mario Arcade aufgenommen, Arcade 2, also den Sunshine-Mod. Und ohne Witz, auch dort habe ich schon in mehreren Folgen richtig meinen Skill raushängen lassen. Und ganz ehrlich, das muss man heute eindeutig ausnutzen. Und scheinbar ist heute allgemein für mich ein guter Tag.
weil gefühlt in jeder Aufnahme bin ich heute, ja, top dabei. Also den ersten Platz in Mario Kart Wii, den hat man nicht einfach so. Das kriegst du nicht immer. Da musst du auch ein bisschen Glück haben mit den Leuten, dass die halt auf deinem Level sind, muss man so sagen. So, und deine Funky Kong ist schon wieder out of nowhere. Was macht der Kerl echt? Ich verstehe den gar nicht. Ich verstehe den echt nicht. Ist das noch immer dasselbe wie von der ersten, ne? Weil auch da ist er schon irgendwie komisch stehen geblieben. Also entweder will sich der einfach nur die Map angucken und hat gar keinen Bock auf das Spiel in Wirklichkeit. Oder der ist einfach dämlich. Was genauso dämlich ist, ist diese Wolke. Ja, super, die kriege ich nicht los. Ne, brauche ich gar nicht probieren. Nice, wieder klein. Noch eine zweite hinterher, willst du mich verarschen? Warte, die kann ich loswerden. Nee, werde ich nicht los, weil ich zu langsam war. Also zwei Wolken in Folge, das hat man auch nicht so häufig. Ja, super, das heißt, ich kann mich jetzt schon auf den letzten einstellen. Ich gehe kurz mal auf die Seite. Genau, bevor mich der Kerl zerquetscht. Königspilz. Oh, der kriegt einen blauen. Nein, ich bin wieder zu weit, dammit. Jetzt auf einmal steht der Bowser still. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was haben die bitte alle für Macken? Also die Leute einfach, weiß nicht. Sag mir, ob das irgendein Trick ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Jetzt steht der auch wieder am Rand. Hä? Ja, schenkt mir halt die Punkte. Also ohne Witz, ich habe mich ehrlich gesagt abgeschrieben, aber... Achso, der Bowser ist disconnected. Aber trotzdem, der Funky Kong fährt noch. Auf einmal steht der auch am Rand. Nee, der hat drei grüne. Ja, super. Ja, sichi. Lass mich. Er hat nicht getroffen, das ist gut, aber trotzdem. Warte, den Pilz, den hebe ich mir auf. Wahrscheinlich hat der Kerl jetzt auch einen, aber... Nee, der bleibt hängen. Ja, doch einen, verdammt. Aber er ist dumm, ich aber auch. Nein! Dammit! Dammit, wir machen den genau selben Fehler. Da wäre der zweite drin gewesen. Da wäre wirklich der zweite drin gewesen. Ja gut, kann passieren. Ach man. Aber die doppelte Wolke, die war doch ein Fun. Wirklich. Für die heutige Folge. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.